Ich schlage vor, wir machen einen fairen Tausch. Das Hündchen hier gegen den Gürtel. Sollen wir darauf eingehen? Auch wenn wir ihr den Gürtel geben, ist nicht gesagt, dass sie Toto freilässt. Und wenn sie den Gürtel hat, hat sie die Macht über ganz Oz. Dann sehen wir unsere Eltern nie wieder. Also was ist? Wir sind doch noch viel zu jung, um solch folgenschwere Entscheidungen zu fällen. Gumpine, was machst du da? Nur ein Happen essen. Wo hast du denn nur was zu essen gefunden? Das Seil hier. Eine sehr leckere Mischung aus Mohair und Synthetikfasern. Schön würzig. Kostet doch mal. Puh, stellt mich wieder hin. Stellt mich bitte wieder hin. Dankeschön. Vielen Dank. Ich liege nicht gern auf der Nase. Tja, da bist du selber schuld. Wieso kaust du auf das Seil durch? Gumpine, ich hätte hier noch eine Nachspeise, wenn du magst. Dankeschön, aber fürs Erste reicht es mir erstmal. Eventuell später. Boris wollte nur höflich sein. Das weiß ich zu schätzen. Den Höflichen halte ich immer ein Türchen in meinem Herzen offen. Ich bin nicht so höflich. Friss das Seil und zwar sofort. Ich habe eine Idee. Spielt einfach mit. Alles klar, Alex. So wie es aussieht, haben wir keine andere Wahl, Freunde. Mombi ist einfach zu schlau. Ja, und viel zu mächtig. Unmöglich für uns, gegen sie anzukommen. Dann sollten wir ihr den Gürtel geben, oder? Mombi, wir sind einverstanden. Es wurde auch Zeit. Den Gürtel, gib her. Oh nein, lass zuerst Toto frei. Was soll das? Traut ihr mir denn nicht? Kein Stück. Würde ich auch nicht tun. Na schön. Hier habt ihr euren Köter. Und hier ist der Gürtel. Ja, und aus die Maus. Jetzt gehört er mir. So. Mal sehen, was soll ich als Erstes damit anstellen? Ich könnte die Smaragdstadt in Schutt und Asche legen. Wie wäre das? Genau die passende Unterhaltung zum Frühstück. Noch besser, ich lasse den Mompfenfluss über die Ufer treten. Ja, dann weiß diese scheußliche Plage endlich, wer hier das Sagen hat. Es ist alles so schön bunt hier, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Hast du schon mal daran gedacht, deine Macht für was Gutes einzusetzen? Was Gutes? Wieso sollte ich? Ich bin eine böse Hexe, keine Wohltäterin. Ich muss ihn wohl ein bisschen weitermachen. Wie funktioniert das Ding? Zuerst hältst du ihn mit beiden Händen ganz fest. Und dann musst du die Augen zumachen. Gut, und jetzt wünsch dir was. Na, mal sehen. Mein allererster Herzenswunsch ist... Oh, warte. Wir haben noch was vergessen. Was? Raus damit! Erst musst du ja noch das magische Wort sagen. Das magische Wort? Was für ein magisches Wort denn? Davon weiß ich nicht. Er hat recht, ohne geht's nicht. Und wie lautet dieses Wort? Das muss ich dir leise ins Ohr flüstern. Nein, Ordnung, dann mach schon, komm her. Das soll ein Wort sein? Das klingt reichlich albern. Willst du den Gürtel jetzt benutzen oder nicht? Dann sag es dreimal. Laut und deutlich. Na gut, na gut. Jetzt geht es los. Krickelkuh. 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 Ah! Oh. Spring auf! Diese verfluchten kleinen Göhren haben mich betrogen. Hätte ich nicht schon ihre Eltern in meiner Gewalt, dann würde ich sie mir jetzt zur Brust nehmen. Wie kann man sowas nur essen? Das Zeug ist doch ungenießbar. Da hast du recht. Zuerst war es ganz lecker.
Aber jetzt? Ich glaube, jetzt kann ich das Zeug auch erst mal ein paar hundert Jahre nicht mehr sehen. Kommt, wir müssen unsere Eltern suchen und sie und uns hier rausbringen. Auf geht's, nehmen wir den Laden auseinander. Die alte Krähe verfolgt uns. Verscheuch sie, du bist doch eine Vogelscheuche. Ach ja. Tinboy, pass auf den Stab auf. Ein Gehör weniger, über das ich mich ärgern muss. Oh, noch aber tiefer. Wo können unsere Eltern sein, Bela? Ach, wenn ich das nur wüsste. Wir haben schon hinter jedes Staubkorn in diesem verfluchten Schloss geguckt. Gut, dann müssen wir eben noch mal hinter jedes Staubkorn gucken, oder? Genau. Tobi, holst du mir das Buch da? Ja, gern. Ich habe Mombis Hexensprüche gefunden, Jungs. Guck mal, Andrea. In diesem Ding ist eine Figur drin, die so aussieht wie deine Mama. Wovon redest du? Na, guck doch. Lukas hat recht, sie sieht genau wie deine Mama aus. Und die hier sieht aus wie mein Vater. Ich glaube, die sehen nicht nur aus wie unsere Eltern. Doch, eindeutig. Ja, was ich sagen will, ist, sie sehen nicht nur aus wie unsere Eltern, das sind unsere Eltern. Soll das heißen? Ja, Mombi hat sie verzaubert. Bela, Boris, kommt runter! Ist er noch heile? Das sehen wir gleich. Alles okay? Ich bin nur ein bisschen wackelig auf den Beinen. Es geht ihm gut, Wutzi. Pass auf, ob Mombi uns verfolgt. Die kann was erleben. Dann sag ich, dann sage ich dieses Wort selbst zu mir, wenn es sein muss. Otto, ich denke, wir sollten lieber unterirdisch weitergehen. Der nächste Höhleneingang muss direkt hinter dieser Böschung sein. Na dann nichts, wie los? So klein soll unser Papa sein? Ob Ihnen das wohl wehtut? Sie spüren sicher nichts davon. Andrea, kannst du nicht mit einem Hexenspruch den Zauber der bösen Hexe aufheben? Ja, ich will meinen Papa und meine Mama wieder haben. In voller Größe, klar? Ich kann's ja versuchen, Lukas. Vielen Dank, Wutzi, für alles. War mir ein Vergnügen. Pass auf dich auf. Ganz Ost zählt auf dich, Doro. Wiedersehen. Nun müssen wir genau unter Mombis Schloss sein. Gut, wie ich sehe, könnt ihr prima Karten lesen. Mir ist klar geworden, wie sinnlos es ist, euch nachzujagen. Irgendwann würdet ihr ja doch von selbst kommen. Und jetzt seid ihr da. Ich habe ein kleines Geschenk für euch vorbereitet. Für jeden von euch was Eigenes. Ein Gefängnis. Lass mich raus! Doro, los zur Seite! Schnell, lauf weg! Ist gut. Jetzt hängt alles nur von dir ab! Alles hängt von mir ab. Was soll ich denn jetzt nur machen? Meine Mutter wüsste, was zu tun ist. Immerhin hat sie schon zwei Hexen besiegt. Meiner Mutter würde jetzt was einfallen, aber mein Kopf ist völlig leer. Wie schön für mich. Die Hexensprüche sind so leicht, die könnte jedes Kind aufsagen. Lukas ist ein Kind. Aber wir sind doch alle Kinder, Boris. Weißt du, eigentlich hast du ja recht, aber bei dem ganzen Stress reife ich irre schnell. Um den Hexenzauber rückgängig zu machen, fehlt uns leider noch eine winzige Kleinigkeit. Und das wäre? Mombis Zauberstab. Mombis Zauberstab? Aber wie sollen wir den denn kriegen? Denkt nach, Doro. Es gibt immer eine Lösung. Sei schön vorsichtig. Wir wollen doch nicht, dass dir was passiert. Ja, jetzt weiß ich was. Mir ist tatsächlich was eingefallen. Hey, du! Wo bist du? Es nützt nichts, wenn du dich vor mir versteckst. Meinen Augen entgeht nichts, gar nichts. Ich sehe, dass du dich versteckst, du. Das ist ganz richtig, Mombi. Und ich sehe, dass du Angst hast.
das stimmt vielleicht auch. Und ich sehe, dass du vor mir stehst. Ja, das stimmt. Und wie du ebenfalls siehst, trage ich den magischen Gürtel. Da hast du recht. Und ich muss gestehen, das hatte ich für einen winzigen Moment übersehen. Allerdings bist du nicht clever genug oder gerissen genug, um zu wissen, wie du ihn gegen mich benutzen kannst. Da solltest du dir nicht so sicher sein. Jedenfalls wirst du nicht mehr dazu kommen.